Guten Tag, meine Damen, meine Herren. Wir beginnen mit der Podiumsdiskussion, wenn uns auch Herr Weltermann von der AOK Rheinland-Hamburg noch fehlt. Ich hoffe, dass er noch zu uns stößt. Er hat ja zugesagt, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Zunächst darf ich mich kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. In der Szene bin ich noch bekannt als Telematikbeauftragter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin in Altersteilzeit. Für mich ganz prima so. Und zuletzt hatte ich gearbeitet für das Bundesgesundheitsministerium, ausgeliehen von der KBV als Koordinator für europäische und internationale Aktivitäten auf dem Gebiet der Gesundheitstelematik. Ich darf Ihnen die Teilnehmer an der Diskussionsrunde heute vorstellen. Ganz links von mir, also rechts von Ihnen, sitzt der Herr Roland Heise. Er ist Leiter des Bereichs Projekte und querschnittliche Aufgaben bei der Gematik. Und der Herr Heise verfügt über 20 Jahre Expertise in den Bereichen Mobilfunksysteme und optische Übertragungssysteme, steht hier Herr Heise. Datenkommunikation und Netzinfrastruktur, was Sie aber derzeit machen, ganz wichtig ist, dass Sie Gesamtprojektleiter sind für das Online-Rollout der elektronischen Gesundheitskarte. Dann sitzt sofort links von mir, also wieder rechts von Ihnen, der Herr Heiner Vogelsang von der Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Der Herr Vogelsang ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und beschäftigt sich trotzdem mit Informationstechnik. Er ist Telematikbeauftragter der TK Landesvertretung Nordrhein-Westfalen und ist auch im Lenkungsausschuss der Landesinitiative E-Gesundheit NRW und im Projektausschuss für das Basis-Rollout im Rheinland. Rechts von mir sitzt ein ehemaliger Kollege von mir, jetzt bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der Herr Gilbert Mohr. Der Herr Gilbert Mohr ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein verantwortlich für Informationstechnik in der Arztpraxis, wenn das immer noch so heißt, Herr Mohr. Heißt noch so. Und ich kenne ihn als alten Hasen der Informationstechnik im Gesundheitssystem mit dem Aufbau der Prüfstelle für Praxissoftware in der Frühzeit der Telematik im Gesundheitswesen, als das noch gar nicht so hieß. Ja, ganz außen links von Ihnen betrachtet sitzt der Herr Jan Wiegels, Diplom-Verwaltungswissenschaftler von der Ausbildung her und er ist jetzt derzeit tätig als Hauptreferent und Leiter des Referats für Krankenhausorganisation EDV und Statistik bei der Krankenhausgesellschaft NRW in Düsseldorf und das ist meines Erachtens genug der Vorstellungen. Wir sollen heute sprechen gemeinsam miteinander über den Aufbau der Telematikstruktur, so steht es im Programm. Ich würde das korrigieren in Telematikinfrastruktur. Und wir sind in der Situation, dass die elektronische Gesundheitskarte für Offline-Anwendungen ausgerollt ist. Jedenfalls das Rollout ist gestartet. Herr Heise, welche Infrastrukturkomponenten fehlen denn jetzt noch für die Online-Anwendungen? Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Wie Sie richtig eingangs bemerkt haben, der Basis-Rollout ist gestartet in Nordrhein. Wir haben Ausstattungsgrad zurzeit bei den niedergelassenen Ärzten von 65% ungefähr für die Lesegeräte. In den Krankenhäusern sieht es wesentlich besser aus. Dort ist ein Ausstattungsgrad von über 90% bereits vorhanden. Was dazu fehlt, um die Online-Fähigkeit herzustellen, ist die gesamte Telematik-Infrastruktur, angefangen von der Anbindung der Arztpraxen, Apotheken und auch Krankenhäuser an die Telematik-Komponenten selber, angefangen vom Broker, dem eigentlichen Vermittlungszentrale, die dafür sorgt, dass die Daten, die abgefragt werden, aus einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis an die entsprechenden Fachdienste weitergeleitet werden können. Und dann natürlich selber die Fachdienste als solches, die auch noch angeschlossen werden müssen. Ja, Herr Vogel, sagen im ersten Schritt ist ja Online-Anwendung etwas für die Krankenkassenseite. Dann legen Sie ja besonderen Wert darauf, dass die versicherten Daten abgedatet werden können. Welche Interessen haben Sie denn sonst noch als Krankenkasse, wenn es um die Online-Dienste geht? Also die Online-Anbindung ist im Interesse aller Projektbeteiligten und aller Nutzer auch der Telematik-Infrastruktur. Dazu gehören in der Tat auch die Krankenkassen, aber nicht als die alleinigen Profiteure der Online-Anbindung. Für uns Krankenkassen war im Sommer diesen Jahres von entscheidender Bedeutung, dass die elektronische Gesundheitskarte ihre Online-Fähigkeit nachweisen konnte. Gerade die TK hat da sehr große und frühzeitige Fortschritte hinbekommen, die uns in gewisser Weise auch die Investitionssicherheit vermitteln können,
die wir natürlich auch brauchen, in einem solchen Projekt weitermachen zu können. Wir wissen jetzt, dass die nächsten Schritte der elektronischen Gesundheitskarte technisch möglich sind und umsetzbar sind. Wir sind also jetzt schon so weit, dass wir natürlich bereits in echten Umgebungen mit echten Komponenten die Stammdaten auf der elektronischen Gesundheitskarte aktualisieren können. Das ist für uns eine Startvoraussetzung gewesen, überhaupt diese Karten auszugeben. Und wir haben im Sommer mit dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt, dass im Oktober die ersten Karten hier im Rheinland ausgegeben werden. Und das war in diesem Gesamtprojekt, muss man das auch mal dazu sagen, ein Termin, der eingehalten werden konnte. Ja, danke schön. Sie haben sich ja schön sortiert, was Kostenträgerseite und Leistungserbringerseite angeht. Ich kann jetzt mal rübergehen zu der Ärzteschaft, wenn ich die Krankenhäuser da mal mit einbeziehen darf in diesen Begriff. Herr Mohr, wie sieht das denn aus, wenn man jetzt über Offline-Anwendungen nachdenkt und dann über Online-Anwendungen nachdenkt? Was bedeutet das für die Arztpraxis? Was passiert da jetzt im Rollout und was fehlt möglicherweise noch in Bezug auf die Online-Anwendungen, die jetzt kommen sollen und die angedacht sind? Gut, also ich möchte nicht wie ein Politiker reagieren und sagen wir mal eine Antwort Ihnen geben auf eine Frage, die Sie nicht gestellt haben. Trotzdem geht mir das ein bisschen flott jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sollten vielleicht noch ein paar Minuten verharren in dem, wo wir jetzt gerade sind und wo wir noch nicht gerade sind. Wir haben den Basis-Rollout gemacht hier in Nordrhein als erste Region. Basis-Rollout heißt zuerst mal, wir haben in den Sektoren die Ärzteschaft, die Zahnärzte, die Krankenhäuser ausgestattet mit Lesegeräten. Und Sie haben die Zahlen, glaube ich, genannt. Eben im Zahnarztbereich sind es 85%, bei den Krankenhäusern über 90%. Und bei uns, man staune und man höre, sind es gestern Abend, wir sind am Durchzählen. Sie müssen einfach berücksichtigen, wir machen das seit 7 Monaten. Wir haben 5 Monate lang 5.000 Anträge gekriegt und haben dann in einem Monat nochmal 5.000 Anträge gekriegt. Da kommen wir jetzt ein bisschen, sind wir ein bisschen in Stocken geraten, weil die Kapazitäten so nicht vorgehalten waren. Aber wir waren gestern Abend bei 65,8. Ich denke, wenn wir fertig sind mit der Zählerei, sind wir bei gut 67%. Heißt andersrum, ich sage das auch mit Blick auf die freie Ärzteschaft, 2/3 der Ärzteschaft in Nordrhein hat sich definitiv für dieses Lesegerät ausgesprochen. Ich finde, das ist schon mal eine Aussage, die man noch mal ein bisschen akzentuieren und betonen sollte. Freiwillig haben sich 2/3 der nordrheinischen Ärzte für den Kauf eines solchen Lesegerätes entschieden. Was wir jetzt als nächstes angehen wollen, ich denke, das ist wichtig, ist der Rollout der Karte. Es ist angesagt, bis Ende des Jahres von den Kostenträgern, Herr Vogelsang, korrigieren Sie mich, wenn sich da was geändert hat, 100.000 bis 120.000 Karten hier in Nordrhein auszugeben. Das ist schon mal ganz schön, aber Nordrhein hat ungefähr 9 Millionen Einwohner. Das ist, wenn man es hochrechnet, vielleicht 1,5% der Versicherten. Das muss danach auch weitergehen. Das muss wirklich weitergehen. Das heißt, zum Jahresende haben da mal 98,5%, man kann es ja auch so rumformulieren, noch keine Karte. Und wir wünschen uns als KV, dass die alle doch relativ bald ausgestattet werden. Und wir wünschen uns dann natürlich auch, dass wir nicht die einzige Region bleiben, in der Lesegeräte sind, sondern dass die anderen Regionen auch ausgestattet werden. Also so viel mal zum aktuellen Stand. Zu online sage ich nachher noch was. Ich denke, da werden wir genug Gelegenheit haben. Aber nochmal, ich freue mich über 66%. Ich habe persönlich auch eine Wette mit einer Kollegin laufen gehabt, die habe ich gewonnen. Umso mehr freut mich das, dass wir 66% erreicht haben. Ja, der Herr Mohr hat das schon richtig erahnt, Herr Wiegels, dass Sie jetzt dran sind. Wenn ich über die Krankenhauslandschaft nachdenke, dann ist ja traditionell eine zentrale Patientenaufnahme da. Was ändert sich denn jetzt im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in den Krankenhäusern? Welche Infrastrukturkomponenten werden denn da gebraucht und welche sind schon da? Und was passiert überhaupt durch die Veränderungen, die dort anstehen in den Krankenhäusern?